Hühnergeschnetzeltes mit Lauch und Champignons. Benötigte Zutaten für ca. 4 Portionen sind 500 Gramm Hühnerfilet, 250 Gramm Champignon, eine Stange Lauch und 3 Zehen Knoblauch. Zum Würzen verwenden wir Paprikapulver, Pfeffer, Salz und Majoran. Zum Braten Olivenöl oder ein sonstiges Pflanzenöl, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl. Viertel Liter Hühnerfond oder Wasser. Die Herstellung vom Hühnerfond findet ihr in einem anderen Video von mir. Der Link ist dann in der Beschreibung. Zum Binden verwenden wir Sauerrahm und glattes Mehl. Der Lauch wird halbiert und das äußerste Blatt wird entfernt. Erst danach wird der Lauch gründlich gewaschen. Den Lauch noch einmal in der Mitte durchschneiden. Jetzt ist er also geviertelt und danach schneiden wir ihn fein zusammen. Die Champignon je nach Größe entweder zuerst halbieren und in Scheibchen schneiden oder gleich aus der Ganze schneiden. Beim Knoblauch verwende ich entweder Alfs Knoblauchpaste. Die Herstellung von Alfs Knoblauchpaste findet ihr in einem anderen Video von mir. Der Link ist dann in der Beschreibung. Oder ich verwende zum Hacken einen Zillis. Die Hühnerfilets schneiden wir je nach Fleischstück zuerst dünne Schnitzel und danach feine Streifen. Die in Streifen geschnittenen Hühnerstreifen kommen in einen tiefen Teller oder in eine Schüssel. Wenn wir mit Hühnerfleisch arbeiten, müssen wir besonders aufpassen, deshalb wird das Brett und das Messer sofort gereinigt. Hühnerfleisch wird jetzt gewürzt. Zuerst einmal salzen, pfeffern, Majoran und den gehackten Knoblauch. Etwas Olivenöl drauf und gut vermischen. Dann haben wir alle Zutaten beisammen. Jetzt können wir mit der Zubereitung beginnen. Öl in der Pfanne erhitzen. Das werden so 4 Esslöffel Öl sein. In das erhitzte Öl kommen die Hühnerstreifen. Gut vermischen und auf allen Seiten ein wenig hell anbraten. Hell angebratene Hühnerstreifen in einen tiefen Teller zurückgeben. Wieder etwas Öl in die Pfanne und den Lauch glasig anschwitzen. Champignon ebenfalls dazugeben. Wieder schön mitschwitzen. Wenn die Champignon dann so schön weich gedünstet sind, kommt ein schwacher Kaffeelöffel Paprika dazu, einmal umrühren und mit einem Esslöffel glatten Mehl etwas stauben. Mit einem Viertel Liter Hühnerfond aufgießen, gut vermischen und das Ganze mal so 5 Minuten dahin köcheln lassen. Wenn die Soße 5 Minuten dahin geköchelt hat, kommt das Hühnerfleisch dazu
Jetzt lassen wir es noch einmal 5 Minuten köcheln. In der Zwischenzeit richten wir uns den Sauerrahm her. Einen Becher Sauerrahm verrühren wir mit ungefähr einem 1/8 Liter Wasser schön glatt. Und wenn wir noch ein wenig mehr Bindung brauchen, geben wir dazu ebenfalls ein wenig Mehl. Ich verwende jetzt einen Esslöffel. Abgerührten Sauerrahm jetzt zum Geschnetzelten geben, gut umrühren, noch einmal schön aufstoßen lassen. Noch einmal abschmecken und bei Bedarf nachwürzen. Jetzt geht es dann schon ans Anrichten. Als Beilage habe ich einen Pilafreis hergerichtet. Die Herstellung zu Alfs Pilafreis gibt es in einem anderen Video. Den Link gebe ich euch ebenfalls in die Beschreibung. Angerichtet wird heute en pain, bedeutet getrennt anrichten. In eine Schüssel kommt das Geschnetzelte, in einer der Reis und dann gibt es einen extra Teller. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit. Mahlzeit.